Ihr Lieben, Scorchers geht weiter. Ups, ich habe gar keine Schuhe an. Wo sind meine Schuhe? Warum habe ich keine Schuhe? So, heute wird gezähmt und jetzt die Frage. Pink mal, wohin wir müssen. Sagen, wo ist denn der Rallye-Point? Geh mal Attack. Oder mach mal einen Rallye-Point oder sowas. Der Rallye ist gesetzt. Ach, da hinten. Okay. Letzte Folge hatten wir eigentlich gesagt, wir wollten vielleicht ein Dingsbums zähmen, ne? Genau. Ein Kolossus oder wie heißt das andere Vieh hier? Der Kolossus Dopp. Akokanto. Ist nur mit den Wivern schwimmen gegangen. Ja. Aber da habe ich keine Lust reinzufliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände so ein T-Rex mal in der Base ganz okay. Kann man die Akrokantos mit zum Boss nehmen? Normalerweise schon. Wir hatten die anderen immer mitgenommen. Immer. Ich hatte den ja gehabt. Ich hatte immer dabei gehabt. Wir haben noch ich einmal. Weiß, die hattest du immer dabei. Wäre natürlich. Weiß nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das geändert haben. Eigentlich. Aber Rexe wären auch gut. Kombination. Rexe, ich meine, dann. Ja, Rexe, Yutis, Akrokantos. Ist das der Rallye Point da hinten? Ja. Ja. Okay. Ich flieg noch mal ein bisschen in der Umgebung, gucken, mal gucken, was ich sonst noch finde. Ich bin gleich da, ich habe 60 Darts dabei. Also wir können die ganz schnell rumschmeißen. Me too. Sag mal, kommt schon wieder irgendwas? Oder warum zieht sich da gerade wieder alles zu hier? Egal was es ist, solange es kein Sandsturm ist, bin ich mit fast allem einverstanden. Nee, es regnet, glaube ich, gleich. Oder es gibt Blitze wieder, irgendwie. Ich hab Blitze. Aber Blitze hatten wir doch vorhin schon. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn einer von uns einen Jabora mitgenommen hätte. Ach ja. Nee, irgendwas kommt immer. Ja, ich wollte sagen. Nee, hier bei uns auf dem Safe. Nee, danke. Jetzt müde ich mich extra. Jetzt müde ich mich die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit Mörschen esse. Das hört man. Das hört man bei euch im TS nicht, weil das halt im TS so eingestellt ist, dass das eigentlich nicht so ausschlägt. Aber mein Mikrofon in der Aufnahme ist ganz fein und das macht dann immer. 100! 100! Das war's. Akrokanto, 100! Echt? Ja! Erst den T-Rex. Ja. Oh Gott. Erst den Rexen, dann den Akrokanto. Ja. Dodo, ich bin bei dir. Wo ist denn der Rex? Der Rex ist. Hier, ich glaube, die Klippe runtergefallen. Da. Warte. Von der Schlucht? Nein. Soll ich mal schon mal losschießen? Oder wollt ihr warten? Soll ich warten auf euch? Ich komme. Ich brauch schon anfangen. Oh, das war hübsch. Ich finde gar nicht hässlich. Hier hat Kim nicht ihm gesagt hässlich. Doch, der ist, ich finde den voll hässlich. Voll hässlich, voll hübsch. Ja, ich finde den auch voll hässlich. Nein, ich finde den hübsch. Ich finde den etwas auf die falsche Art und Weise bunt. Ich finde das orange nett. Das passt irgendwie zu den ganzen anderen Farben nicht und das ist das Gute daran. Moment, jetzt kommt. Wenn das Grün da nicht bei wäre und das Lila etwas anders wäre, dann. Dodo, Achtung, der Papagei. Der folgt mir, ja. Er rennt, glaube ich, schon. Jetzt schon? Die ist ja auch mit drauf. Er kommt zu euch rauf. Oh. Er ist zu euch drauf. Okay. Und er fällt wieder runter. Okay, er ist noch kein Giga. Bergsteiger Rex. Okay. Heidi. Cliffhanger, ja. Dodo? Ja. Nicht rumfliegen, während ich hier schieße. Ist das Männlein oder Weiblein? Da ist gerade fast ein Hinter gekommen. Weiß ich nicht, wenn es ein Männchen ist, heißt er Peter. Ist ein Männchen. Warte mal. Peter? Ja, Heidi. Aber Peter ist doch kein Bergsteiger. War nur noch in den Bergen. Aber der ist ein Schäfer. Aber die kraxeln noch oft durch die Felsen und suchen ihre Ziegen, oder nicht? Ja. Flieh, du Narr! Seid ihr. Da. Apropos Flieh. Oh, da liegt er. Apropos Flieh, du Narr. Wusstet ihr übrigens, dass die. Ups, ich hab grad einen Megaleck. Wusstet ihr übrigens, dass die Fallout-Serie die Serie Die Ringe der Macht von Herr der Ringe weit übertroffen hat? Hoffe ich. Wow, leckt das hier. Was ist denn los? Und deswegen. Deswegen kam. What the heck? Ich hab mir die ganze Zeit hier Lex, aber Lex von Sekunden, als ob der irgendwas laden müsste. Ob irgendwie eine Base hier geladen werden muss. Und ist ja heutzutage so. Damals hat man ja Serien gemacht, wie sie gerade kamen. Und heutzutage ist
erstmal die erste Serie machen. Gucken, ob Milliarden eingezahlt werden und sonst nicht. Dann wird die nicht mehr weitergeführt. Schrecklich, ich hasse das. Da findest du was gut und dann wird es niemals weitergeführt, weil jetzt wurden ja nicht die Millionen und Milliarden verdient. Ich hoffe immer noch, dass Blue Samurai eine zweite Staffel kriegt, aber ich glaube, die ist schon angesetzt. Direkt nach der ersten Woche ist die Ringe der Macht übertroffen worden bei Fallout. Bei uns in Italien ist immer noch Fallout, die Serie immer noch bei Amazon auf Platz 1 der meistgesehenen Serien. Und es wurde dann sofort angerufen, dass die Serie weitergeführt werden soll. Ende 2025 kommt der zweite Teil. Zweite. Wie heißt das? Doch gut. Zweite Staffel. Solange sie dann gut ist. Soll ich schon Filet reinpacken? Ja, kannst du machen. Ich freue mich. Ich bin totaler. Ich habe die Serie übrigens jetzt das dritte Mal schon durchgeguckt. Dritte Mal? Wie oft guckst du die durch? Ich finde das so toll. Ich finde die so gut. Ich bin Fallout-Fan. Großer Fallout-Fan. Schon immer gewesen. Und, Guckt euch mal unsere Menagerie aus Vogeln an. Ja, sieht gut aus, die ne? Die Farben. Ja. Das ist fast schon so ein Farbkreis. Fallout 4 auch angefangen. Blau zu blau zu pink, zu blau zu lila und blau und grün und dann wieder zurück zu blau. Schön. Also ich würde jedem da draußen empfehlen, wenn ihr mit, wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, für der Perspektive des Spiels, das war die Vogelperspektive, konnte man dazu sagen, genau. Die Perspektive von oben, so nannten wir das. Genau. Wenn jemand keine Probleme hat mit älterer Grafik, also jetzt die ältere Generation hat sowieso keine Probleme damit, dann solltet ihr euch echt mal Fallout 2 reinziehen. Oder Fallout 1 anfangen, vielleicht um die erste Geschichte mal so ein bisschen mitzubekommen. Wo ich ja sagen muss, die Zwischensequenzen sehen verdammt gut aus, auch wenn es pixelig ist. Aber da machen die sich echt, haben sie sich echt Mühe gemacht, ne? Mhm. Ich hab nur Ausschnitte gesehen. Ja, hat sie ja mal gesagt gehabt, hat sie es ja mal angeguckt oder hast du es wohl bei jemandem gesehen? Nee, ich habe es bei jemandem gesehen. Ich setze mal den Rally Point bei dem Acrocanto hin. Jo. Ist auch ein Weibchen. Ich glaube, wir haben Männchen. Wir haben Männchen, ja. Oh, dann passt das doch ganz. Wie hat sie ihn genannt? Knecht Ruprecht hast du ihn auch genannt. Ja, ja. Also das, was ich vom Rex bis jetzt sehe, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich zieh mal den Acrocanto in die Wüste. Ich glaube, das hat letztes Mal definitiv besser funktioniert in der Wüste. Ja, hast du mehr Überblick ein bisschen. Oh, mein kleines Tierchen. Hat jemand einen Rex-Sattel rein zufällig dabei? Nee, ne? Nicht, aber wir haben einen ganz schönen bei uns in der, Hatten wir einen? In der Base. Wir haben einen ganz hübschen. Einen fertigen oder gelben. Haben wir einen Bauplan? Ich weiß es nicht mehr. Oh, schade. Wir hatten einen fertigen gelben. Wie lange braucht der Rex noch? Der ist jetzt bei 39%. Okay, dann gehe ich mir noch den Loot da hinten, den gelben holen. Ich ziehe mal unsere kleinen Freunde hier in die Wüste rein. Ich müde mich mal wieder, ich muss mal ein Mörchen essen. Ja, mach das. Mörsch. Ah, jetzt kommst du. Welches bist du denn? Bist du der Gute oder bist du der Schlechte? Du bist der Schlechte. Alle sind gut. Auf ihre Weise. Er ist 35. Und tot. Drei Schatzkarten im Bus und alle sind bald weg. Toll. Gelbe Loot gerade vor meiner Nase weg. Gerne. Hunderter Weibchen. Wo bist du denn, meine Dame? Die Frage Wir wollen ist... uns doch mal... kennenlernen. Die Frage ist ja, was nehmen wir mit zum zum Fight? Welchen Fight? Boss. Bossfight? Mhm. War ich doch vorhin schon mal aufgezählt. Schweinchen? Schweinchen, Acrocanto zum Denken. Was haben wir sonst noch? Ein bisschen was zum Spaß mitnehmen. Weiß nicht, mal gucken, ob man den großen Skorpion da reinkriegt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, für den Phasolosuchus hat keiner Bock. Der kann doch nicht wirklich so zum Fighten. Och, Schaden macht der schon. Also, das ist kein schlechtes Tier. Nur die Zähmung ist unverhältnismäßig bescheuert. Ja, so einen hohen kriegst du ja eh nicht dann. Nee. Sei denn, die ändern was dran. Glaube ich ja nicht.
Eher weniger. Ja, ansonsten, was könnte man sonst noch mitnehmen? Wir haben hier keine Terrazinos, also die machen keinen Sinn. Was haben wir sonst noch so an starkem... Haben wir Juju? Pflanzenfressern. Ja, den Juju haben wir. Aber keinen Hoden. Ne, keinen Hoden, wir müssen noch mal was gucken. Ich hatte einen 95er irgendwie vorhin gesehen, aber da war kein Baby bei und ich hatte jetzt keine Lust auf eine ewig lange Zähmung. Also ich warte hier noch auf euch, ne? Der Rex ist noch nicht, nicht fertig. Ja, ja, nicht, dass euch der ist war, jetzt dass bei 78%. Da steht er. So, der so, Krokanto jagt gerade hier hin und uns. Ja, Tiger. Entschuldigung. Ja, ja. Gleich, ja. Wie viel Shotgun-Muni habt ihr denn dabei? 100. Genau 100. 109. Oh, hier ist noch einer. 90. Okay, ich hab einen 25er Scotch. Ich hab das erste Mal... Warte, das ist ein anderer. Wait. Stimmt, das gibt ja jetzt die Varianten jetzt auch. Ich habe das erste Mal in einem Loot einen Kamin drin bekommen. Boah, toll. Ein Kamin. Das ist voll gut. Das finde ich mal, das ist mal was Neues, ein Kamin. Ich habe ein Lasso bekommen. Ein hellblaues Lasso. Gib mal Sachen Lasso. Aber ich glaube, das kannst du, glaube ich, nur auf dem Pferd nutzen, so war das, ne? Ahnung. Ich glaube schon. Vielleicht? Ich glaube ja. Oh, einmal fressen muss der Rex noch. Oh, wait, ehrlich? Ja. Oh, ich wollte eigentlich dabei sein, Mist. Er hat jetzt gerade gefressen. Wenn du dich ein bisschen beeilst, kann das funktionieren. Ich muss wenn ich rausnehme, dann geht das zurück. Nee, lass mal. Es ist so gut. Kein Problem. Mit 49 Level dazu. Komm schon. Du musst den gelben Loot hier noch holen. Oh. Hol jetzt den Rex-Sack raus. Sattel? Irgendwas mit Plattform-Sattel bekommen. Ach, Rex-Sattel. Plattform-Rex-Sattel, ja, genau. Ja, genau. Am Rex-Sattel. Bisschen schräg. Oder auf dem Kopf. Rex-Flugsattel. Nee, mit ausfahrbarer Pneumatikstange. Damit er nämlich dann wieder horizontal steht, der Sattel. Rex gezählt, 149. Yeah! Rex ist fertig. Anschauen. Packt ihn mal gerade mal nicht ein, ich will nur mal ganz kurz gucken, wie er genau aussieht. Das ist hübsch, mach ihn. Bring den mal ins Licht. Das ist noch das Sonderwünsche hier. Geh ins Licht. Geh ins Licht. Nicht ins Licht, nicht ins Licht. Geh nicht über los. Wir können 200 Euro ein. 200 Euro? Ach, das war ja damals 2000. Oder 2000? Mhm. Oder? Ich glaube, es ist abhängig davon, wie man spielt. Wenn du mit Euro-Beträgen spielst, dann wird das bestimmt 200 Euro sein. Damals waren es 2000 ja. Dollar. Also 2000 Monopoly-Dollar. Dollars. Na, bei uns sind tatsächlich, glaube ich, 200. Achtung, Terrorbörzen! Ups. Ey. Jetzt wieder hier. Kommen. Das ist ja schön, aber nicht so nicht spannend. Miau. Halt. Sehr schön, Rex. Toll gemacht. So. Komm mal her. Was folgt dir wieder? Ich weiß. Nein. Komm mal her. So, jetzt wollen wir stehen bleiben. Nicht bewegen. Nein, warum bewegt er sich nicht? Ich war das nicht. Oh nein, ich will wieder was essen. Er hat Hunger. Jetzt hat er sich falsch rum. Komm mal hier. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja. Okay, lass mal so. Sonst wird's zu kompliziert. So, ich muss mal ein schönes Foto von dem machen. Hübsch. Ich finde ihn hübsch. Ja. Ich finde ihn echt hübsch. Er hat schöne gelbe Zähne. Sollte man zum Zahnarzt oder wenigstens mal Scharnpolitur machen, aber... Oh. Das hättest du mir sagen sollen. Oh. Kannst du nochmal? Cooldown. Hübscher. Also ich finde die Farbe total abgefahren geil. Die Augen, ja, die Augen sind so böse. Okay. Bin zufrieden mit dem. Oh, jetzt kann er nochmal rollen. Hau rein. Alles klar. 1, 2, 3. Okay, schön. Tolle Fotos gemacht. Die müssen auf meine Sammlung in meine Box kommen. Nee.
Wie hast du ihn genannt? Rainbow Warrior. Jetzt ehrlich? Ja, warum? Nö, alles cool. Hört sich an, wie hießen sie damals, diese nicht Wrestler, wie hießen American Gladiator? Ja. Das ist ein American Gladiator. Wo geht's jetzt hin? Hab ich auch gerne geguckt, ja. Rally Point. Boah, Pixelwolken, so schön. Mag die. Sieht genauso aus wie in echt. Achtet auf den hellblauen Vogel, der hier rumsitzt. Was isst du denn jetzt? Nom. Reiswaffeln. Ich habe jetzt entdeckt bei DM Reiswaffeln mit Honig. Total lecker. Hey, Dudel. Hast du die Reiswaffeln, die normale oder die mit Schokolade? Nee, ohne da Schokolade. Da unten ist das Themenobjekt. Mit Honig. Ah, ja. Da unten, ich meine jetzt gerade Kim. Läuft, aber... oh. Was? Konzentration null, ne, mit Kim. Reiswaffeln. Ich konzentriere mich auf das, was gerade wichtig ist. Und das sind nicht meine Reiswaffeln. Nicht? Dann verschluck dich nicht. Die Reiswaffel, isst du die mit Schokolade oder ist das ganz normale? Natur. Aus dem Busch. Nix drin. Frisch geerntet. Nicht mal mit Salz? Ist das auch ein Zähmobjekt hier unten? Mit Salz gerade. Ja. Aber ich hole auch manchmal die mit Salz. Super, immer abhängig. Warte ganz kurz, bevor wir loslegen. Ich möchte gerne erstmal Betten haben. Ich möchte gerne ein Zelt haben. Ich möchte gerne das Betten habe ich dabei. Warte, könnt ihr eben noch hier das abschießen, was ich mitbringe? Ja. Was ist es denn? Ein Tüller. Level? 95. Ah, akzeptiert. Komm her. Ich flieg mal langsam weiter. Ja, komm mal hier zu uns. Hier? Hier. Ihr seid zu viel. Ich bin nicht so leicht zu übersehen. Wow. Ich muss mich bewegen, sonst heißt er. Vor allem solltest du nicht über die Klippe fliegen. Wenn ihr da unten landet, können wir für nichts garantieren. Wenn der dir lieb ist, genau. Aua. Mensch, der ist aber schön aggro. Wärst du, glaube ich, auch, wenn dich jemand in den Krallen und andere Leute dir mit Pfeilen in den Po schießen. Manche Frauen haben doch solche Fingernägel wie Krallen. Ich wollte sagen, manche Frauen lassen sich in den Po schießen? Ja, weiß ich. Weiß ich nicht. Das hört sich falsch an, glaube ich. Das war der Arsch. Das hat sich ganz falsch angehört. Das hat sich falsch an, ja. Ja. Jetzt ist es erst bei Tiger Eye angekommen. Ja, jetzt ist es anders. Ich war gerade beschäftigt mit dem Tüller. Okay, da liegt er. Jemand ein Feuer zum Braten? Willst du der Kollege jetzt schon essen? Ich meine, er sieht schon halb gar aus. Warte, nur drauf ist ein bisschen schimmelig. Den kann man auch roh essen hier. Rot essen. Rot und Sage, aber ich glaube, ich habe sowas im Vogel. Also, Dex wollte ein Bett und ein Zelt. Ja. Das macht vielleicht gar nicht so, ist vielleicht gar nicht so dumm, aber ich würde es eigentlich irgendwo machen auf der Höhe von dem. Natürlich unten, nicht hier. Ja, da hinten bei der Oase, denkst du, da ist auch eine, da ist auch eine Wasserquelle und sowas. Ja, hat jemand ein bisschen Stein dabei? Hab ich irgendwo Stein? Ah, hier. Nein, nö. Aber ich glaube, Stein findest du auf der Karte am einfachsten. Ich hab hier. Oh, ich hab etwas aus. Ich hab Stein. Ich hab schon. Ich hab etwas aus Stein. Guck, weg, du. Ich hab Stein. Moment. Ich hab Stein. Da. Hier ist. Ich hab doch gerade ein Feuer hergestellt. Wo sehe ich das denn jetzt vor lauter Inhalt nicht? Oh, ich hab das auch gerade schon gemacht. Okay. Hast du schon? Ja, sehr gut. Ja, nimm meinen Stein. Oh, danke schön. Kannst du selber behalten, Stein. Setz es doch und reiß es ab. Filet, wo ist denn jetzt mein... Oh, was war das denn eigentlich für ein... Paracea-Plattformsattel habe ich bekommen eben. Okay. Caprosucos hellblauer Sattel. Okay. Lasso. Okay. Ich habe Kartoffeln bekommen. Kartoffeln. Auch sie, stampf sie, tu sie in die Suppe. Richtig? Ich weiß nicht, ob ich mich an das Zitat jetzt gerade richtig erinnere. Wie hat er es denn? Hat er erst anderes Wort genommen, glaube ich, ne? Für Kartoffeln, oder? Puffeln? Nein. Puffeln, genau. Puffeln hat er gesagt. Ja, genau. Was sind Puffeln? Kartoffeln! Habt ihr mal gesehen, wie er hinten die Füßchen wegspreizt? Das sieht ja auch süß aus. Oh, ja. Pinguin. Ist, ja. Passt ja dann. Da hat er sich nicht hinten anspritzen lassen. Das passt ja. Deswegen macht er das. Oh, ist ja schön flauschig. Ich sehe schon Bettvorleger hier oder
Hier, Kamin hatte ich ja schon gerade gehabt. Warte, ich setze mal ein. Können wir ausstopfen und dann ab in die Base als Fußabtreter. Weil ich liebe Tüllers. Tüllers gehören zu meinen Lieblingstieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich muss zugeben, du hast ausnahmsweise wirklich mal eine hübsche Farbe getroffen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Tüller Kollegen sind bei Ascented nicht so toll. Also bei mir nicht. Die laufen ganz komisch, die Kamera wackelt die ganze Zeit. Das ist total unangenehm mit dem. Die Sprunganimation und sowas verändert. Ja. Ja, da war irgendwie ein Bug drin, ne? Glaube ich, beim Springen oder irgendwas. Also dass die nur noch nach oben springen, nicht mehr nach vorne. Das habe ich auf Reddit heute gelesen. Ein kurzer AFK. Oh ja. Ja, aber wann das kommt, das Patch, keine Ahnung. Wollten wir uns nicht um Betten kümmern? Betten habe ich, 3 Stück. Hast du auch Foundations? Nein. Mach welche. Ich habe eine Foundation und 2 Betten. Das reicht. Passt. Dann noch ein Zelt? Zelt habe ich in der Tasche. Gut. Oh, ich bin jetzt schon am Verrecken. Kannst du schon mal das Zelt jetzt aufbauen? Hier so in den Schatten bitte, dass es so schön kühl bringt bleibt. Bringt doch nichts. Das finde ich ein bisschen schade, dass Schatten hier nichts bringt. Ansonsten hätte man schon sagen können. Ja, finde ich aber eigentlich schade. Bäm, vor das Gesicht von Kim. Genau, wenn sie da reinrennt. Okay, ihr Lieben, heute ist die Folge schon mal vorbei. Passt ja. In der nächsten Folge, ihr wisst dann Bescheid, Akkukanto Desaster wieder, Teil 2. Oh nee, eigentlich wollten wir doch früh ins Bett. Irgendjemand ist gestorben. Also, irgendjemand ist gestorben. Warum? AFK hat er gesagt. Oh ja, Hitze. Okay, bis dann, tschüss. Tschüss. Nicht vergessen, Däumchen hoch, Däumchen hoch, Däumchen hoch! Jetzt!